Ab einer gewissen Rundenzeit ist es gar nicht mehr so einfach, große Verbesserungsschritte oder große Sekundenschritte in den Rundenzeiten mit dem Motorrad auf der Rennstrecke zu machen. Wohingegen es am Anfang relativ einfach ist, große Steps von 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Sekunden von dem einen auf dem anderen Event oder vom einen auf dem anderen Jahr zu machen. Wenn man aber mal so eine gewisse Rundenzeit-Benchmark erreicht hat oder sein eigenes Level erreicht hat, wo man dann schon mehrere Monate, Jahre oder mehrere Events einfach drinnen stecken bleibt, dann ist die Verbesserung, wenn überhaupt, sehr gering. Manchmal kann man sich aber auch gar nicht mehr verbessern oder kommt auch nicht mehr dahin, wo man mal war, so auf eine Sekunde oder so. Heute in dem Video erkläre ich euch mal, wie ich das gemacht habe, selbst in zügigeren Rundenzeiten noch schneller zu werden und vor allem auch konstanter zu werden. Bleibt dran. Wer mich kennt, der weiß, dass ich verdammt viel Motorradrennstrecke fahre, aber er weiß auch vermutlich, dass ich mit meinen Rundenzeiten ziemlich angestanden bin. Das heißt, ich habe an manchen Rennstrecken marginale Verbesserungen gemacht und an manchen gar nicht mehr. War zwar ein hohes Level von den Zeiten, aber es ging halt einfach nicht mehr schneller. Da war auch so dieser Kosten-Nutzen-Faktor im Sinne von, wie viel mehr muss ich an Risiko investieren, um noch 1-2 Sekunden schneller zu werden und ist es das wert? So, das ist so die dahinterliegende Idee, die da steht, ne? Also ab einem gewissen, wo man übers Limit drüber geht, wird es halt auch richtig gefährlich, wohingegen ich bei meinen persönlichen Bestzeiten so vielleicht auch so ein bisschen so eine Komfortzone habe und auch relativ selten stürze. Eigentlich so gut wie fast kann ich. Aber man ist trotzdem irgendwie auf dem, ne, man hat irgendwie das Ziel, trotzdem besser zu werden und schneller zu werden. Und wenn ich eins wusste, dann war das zum einen, dass mein Kopf, mein Auge, mein Gefühl theoretisch eine schnellere Geschwindigkeit zugelassen hätte, aber mein Körper es nicht. Das heißt im Sinne von, mein Kopf war schneller wie mein Körper. Umso schneller man mit dem Motorrad wird, desto mehr Kräfte herrschen im Motorrad, desto anstrengender wird das Ganze. Ne? Also desto höher sind die Kurveneingangsgeschwindigkeiten, umso höher sind die Fliehkräfte in den Scheitelpunkten, desto stärker musst du beschleunigen, hast mehr mit Wheelies zu kämpfen, schon raus aus den Kurven in Schräglage, das kostet alles irrsinnig viel Kraft. Und um aber den Kopf in einen gewissen Geschwindigkeitsrhythmus zu bringen, muss man an seinem eigenen Level auch mehrere Runden am Stück fahren, um diesen Rhythmus zu kriegen. Und erst bei einem gewissen Rhythmus kann man auch das wirklich Maximale an Rundenzeiten, was der Kopf letztendlich vom Auge her hergibt, rausholen. Und das kannst du aber nicht, wenn dein Körper, bevor dass der Kopf in einem Rhythmus ist, eigentlich schon kapituliert. Sprich, du kannst nicht mehr. Du kriegst dicke Arme, deine Kondition lässt es nicht zu, du bist eigentlich am Arsch. Und denkst dir nur, wie soll ich jetzt diesen Turn überhaupt noch fertig fahren oder ich nehme halt also einfach 2-3 Sekunden raus, dann kann ich dann ewig fahren. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Naja, geht auch, ist eine Sicherheitsvorkehrung, die durchaus sehr gut funktioniert. Allerdings, es macht dich nicht schneller. Das heißt, du wirst eigentlich nur schneller, wenn du in der Lage bist, 10-12 Runden am Stück abzuspulen und dabei immer tendenziell schneller wirst. Und das ist extrem schwierig. Und das Problem hatte ich. Ich konnte zwar rausgehen, konnte in der zweiten gezeiteten Runde meine Bestzeit fahren und dann wurde es eigentlich nur noch langsamer oder ich muss reinfahren, weil ich konnte nicht mehr. Man muss dazu sagen, okay, die Rundenzeiten waren jetzt nicht schlecht. Ich bin bestimmt immer nicht so schlecht unterwegs gewesen. Aber ich wusste, dass vom Kopf her theoretisch mehr möglich war und habe versucht zu analysieren, warum kann ich nicht schneller fahren, warum bremse ich nicht später, warum gehe ich nicht früher ans Gas, wieso fahre ich nicht noch ein bisschen mehr Kurvenspeed, warum lasse ich nicht noch ein bisschen schneller reinlaufen. Und wenn ich das so Revue passiert habe, dann habe ich immer festgestellt, okay, das war letztendlich immer, weil ich mit mir selbst eigentlich nicht klar kam. Also ab einem gewissen Speed-Level war ich eigentlich körperlich am Ende und mir dachte mir so, hoffentlich ist das bald vorbei. Ich konnte das gar nicht genießen.
So, und das lag zum hauptsächlichen Grund, weil ich halt 10 Kilo zu viel auf den Rippen hatte. So, letztes Jahr Corona, das war alles nicht so ganz toll, die Nerven und so weiter. Dann hast du viel Bier gesoffen, ne, um überhaupt schlafen zu können, muss man auch ganz klar zusagen. Man hat so keine Perspektive gehabt, man hat nicht gewusst, wo muss man überhaupt, ne, wo geht's überhaupt hin, was muss man machen, keine Ahnung. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen so ein Loch reingefallen, auch so ein bisschen nervlich bedenkt, sage ich mal. Und aber ich sag mal, Anfang diesem Jahres, also Anfang 2021, habe ich der ganzen Sache so ein bisschen, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss damit. Ich muss hier was machen. Und habe dann rigoros angefangen, meine Ernährung anzupassen, habe rigoros angefangen, keinen Alkohol mehr zu trinken, ganz, ganz selten ein Bierchen. Aber so das typische Feierabendbier weggelassen, ne? und habe versucht, wenig Zucker zu essen, einfach weniger Kohlenhydrate, habe mich so ein bisschen nicht eingeschränkt, aber ich habe so ein bisschen aufgepasst, was ich zu mir nehme. Also nicht alles zu jeder Zeit und so, weil es eh egal ist, sondern einfach so ein bisschen, muss das jetzt sein oder trinke ich doch lieber einfach nur das Wasser. Das hat schon mal viel Überwindung gekostet. Das ist nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so dieser Blanger nach was Süßem am Abend vom Fernseher, der ist immer noch da und manchmal kann ich widerstehen und manchmal auch nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich gut widerstehen. So, das war das eine. Und das andere war, dass ich in der Lage sein musste, tatsächlich meine konditionelle Fitness wieder anzuheben. Und ich konnte mich erinnern, im Jahre 2018 war ich sehr fit. Da habe ich meine Alpenüberquerung gemacht, bin ich zu Fuß von Oberstdorf nach Meran gegangen und bin viel Rennrad gefahren, habe auch so einen kleinen Marathon schon mitgefahren gehabt und war sehr fit und konnte mich erinnern, dass ich damals in Misano war, im Sommer bei 40 Grad und konnte sehr viele Runden in meinem Rundenzeitniveau abspulen und dachte mir, da warst du eigentlich richtig fit, aber das ist so ein schleichender Prozess und du wirst immer unfitter und dir fällt das gar nicht so richtig auf. Aber wenn ich mich da so zurückerinnert habe, wusste ich, okay, da warst du richtig fit. Und deswegen hat mich das motiviert, einfach wieder anzufangen, richtig viel Sport zu machen. Und dabei habe ich mich auf zwei Sachen beschränkt, eigentlich auf eineinhalb. Das heißt, ich bin eigentlich nur Fahrrad gefahren. Das war eigentlich alles, was ich gemacht habe, so richtig. Aber das sehr viel. Also wirklich angefangen von zweimal die Woche eine Stunde bis letztendlich dreimal die Woche 3 Stunden oder so. Also wirklich sehr, sehr viel gefahren. Mittlerweile schaffe ich so in der Woche 150 bis vielleicht manchmal 200 Kilometer, je nachdem, wie viel Zeit das ich habe. Aber ich nehme mir die Zeit dann schon raus, auch wenn ich sie eigentlich nicht habe. Auch wenn ich sage, ich habe jetzt eigentlich hier keine Zeit, aber das ist eine Prioritätssache. Ich sehe dann als sehr wichtig und sage, okay, das ist für meine Gesundheit, das ist für meinen Sport, wiederum auch so ein bisschen für meinen Job. Das ist ja mein Job hier. Von dem her war es extrem effektiv. Und das Schöne dabei ist, du merkst innerhalb von kürzester Zeit, ab 4-5 Wochen merkst du einen Fortschritt auf dem Motorrad. Du stellst auf einmal fest, ja, es ist warm, es ist anstrengend, aber es ist okay. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich kann nicht mehr, sondern, ne? Und dann motiviert dich das weiterzumachen. Und irgendwann kommst du in einen Bereich, wo du wirklich in der Lage bist, deine Rundenzeitniveau kontinuierlich über 20 Runden hinweg beim Langstreckenrennen meinetwegen sogar abzurufen, ohne dabei zu sagen, ich kann nicht mehr, sondern zu sagen, noch ein bisschen später, noch ein bisschen früher ans Gas. Und dabei immer noch einen kühlen Kopf zu bewahren, ohne dass dein Puls irgendwo bei 180 ist, sondern der Puls ist halt dann gefühlt bei 130, 140. Und das war enorm effektiv, auch wenn es irrsinnig anstrengend war. Ich bin so viel Fahrrad gefahren. Boah, ich dachte mir, ich habe mich auch wirklich, wirklich penetriert. Ich bin Berge gefahren, ich bin, obwohl ich nicht mehr konnte, weitergefahren, noch länger, noch härtere Berge und. Mir hat richtig das Gewicht runtergezogen. Ich habe insgesamt 14,5 Kilo abgenommen seit Januar 2021. Wir haben jetzt Ende August 2021. Also innerhalb 8-9 Monaten das gemacht, aber ich habe nichts zusätzlich irgendwie Präparate oder so. Ja, ich habe mir mal so einen Recovery Shake wirklich für die langen Strecken gekauft, wenn ich dann mal 3-4 Stunden Berge gefahren bin. Recovery Shake für Muskulatur zum Aufbau. Okay, that's all. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe keine zusätzlichen Wasser. Kein Bier, Wasser. Für Niederbayer sehr schwierig, wohlgemerkt. So, und das war der eine Part, der mich wirklich um einiges konstanter, schneller und so wiederum auch sicherer gemacht hat. Und ich merke, dass das Interesse da gegenüber von der Community relativ gering ist, weil die sagen sie mir, Meindl fährt schon wieder Fahrrad auf Instagram. Das ist.
Ja, ich weiß, das ist auch lästig. Mir ist das auch lästig. Das Problem ist nur, das ist so wichtig für unseren Sport, weil das ist ein Tuning, das nichts kostet. Jeder hat ein Fahrrad. Das ist völlig egal, in welchem Fahrrad du fährst. Und es kostet nichts außer 2, 3, vielleicht 4 Stunden pro Woche. Und theoretisch, ja Leute, die hat man. Da gibt's keine Ausrede dafür. Die hat man. Das ist nur eine Prioritätssache. Und dieses Tuning ist so günstig, dass du so ein effektives Tuning dabei kriegst. Ne? Jede Fahrwerkeinstellung, jeder Reifen, jedes Tune-Up am Motorrad kostet 100-fach so viel wie Sportreifen. Und es bringt einen so viel weiter. Auch wenn du denkst, du bist körperlich fit, mach es trotzdem, es bringt dich auf ein nächstes Level. Ich schwör's dir, das ist enorm. Aber du musst es durchziehen. Einmal die Woche bringt relativ wenig. Vielleicht, du musst schon zweimal die Woche 1,5 Stunden oder 1 Stunde zumindest losgehen, anfangen und dann kontinuierlich steigern. Das ist einfach wichtig. Nehmst es wirklich ernst, da könntest du wirklich extrem viel damit erreichen. So, der zweite Part, was mich schneller gemacht hat, ich habe ja mit der Fahrwerksgeschichte angefangen, habe mich viel damit auseinandergesetzt, wie das Fahrwerk in welchen Fahrbereichen stehen muss, damit sich's gut anfühlt, damit's Grip hat, damit's Stabilität hat, Bremsstabilität, damit's Radienführigkeit hat, damit's schöne Wechselkurven macht. Also das ist ja alles immer ein Kompromiss. Und diese Auseinandersetzung damit hat mir eigentlich schon gezeigt, dass ich in der Lage bin, mit dieser Auseinandersetzung das Motorrad auf ein nächstes Level in Kombination mit meinem Fahrstil zu bringen. Es ist ja immer abhängig davon, wer ist es drauf. Es muss ja für den anderen nicht passen, nur weil es für mich passt. Aber ich bin in der Lage mittlerweile, das Motorrad viel besser abzustimmen, weil ich sage, da habe ich das und das Problem, da brauche ich das und das. Und bin mittlerweile auch in einem Fahrwerkssetup, wo ich vor einem Jahr nicht damit gefahren wäre. Mittlerweile fahre ich mit 1075er Federn an der Vorderachse. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass ich das brauche. Aber ich brauche das, weil ich einen sehr hohen Kurveneingangsspeed habe und sehr stark die Gabel komprimiere und dadurch immer ein Gripproblem hatte auf der Hinterachse, weil das Motorrad immer vorn zu sehr drin hang und hinten wenig Load auf den Reifen bekam beim ans Gas gehen. Nur so nebenbei aus technischer Sicht. Also da habe ich sehr viel gemacht. Und wir waren jetzt da auch unterwegs mit dem 50 zusammen, haben sein Motorrad abgestimmt. Wir waren 3 Tage in Misano, wir waren 3 Tage in Rijeka. Ich habe zum einen das Fahrwerkservice und Dataservice für den 50 gemacht, für den Test und bin zusätzlich selber gefahren und habe quasi alles, was an Entwicklung beim 50 mit reingeflossen ist, auch bei mir mitentwickelt und gegengespielt mehr oder weniger und dabei einfach dieses neue Level erreicht, wo ich sage, okay, ich kann in Rijeka jetzt 30 tief fahren und das mehrfach und nicht nur einmal eine 30 hoch und nie wieder geschafft, so nach dem Motto und reingekommen mit so einem Unterarm, sondern wirklich 30er Zeiten, so einfach konstant 30er Zeiten und auch mal eine 30-3 dazuhauen und sagen, boah, wenn alles passt, dann hoffen wir mal, dass die 29 auch noch kommt, aber einfach dieses Next Level auf diesem hohen Niveau. Also das hohe Niveau auf diesen für einen Hobbyfahrer schnellen Rundenzeiten sind einfach 6/10 zwischen 30,3 und 30,9. Das ist eine Welt in Rijeka, weil die Strecke so kurz ist. Ne? Umso kürzer die Strecke, desto mehr ist eine Dreiviertelsekunde wert. Und das ist eine andere Welt, das zu fahren. Das ist wirklich so. Also kann man wirklich so sagen. Und das in Kombination hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich jetzt einfach mein Level konstanter und sicherer und auch noch ein bisschen schneller abliefern kann. Und da bin ich sehr happy drüber und das motiviert natürlich auch weiterzumachen. Na, man hat hin und wieder so Rückfälle, dass man sagt, okay, heute ist mal so ein bisschen so ein Cheat-Tag, heute esse ich mal halt alles Mögliche. Aber so diese grundlegende Pace soll wirklich sein, hey, ich achte ein bisschen drauf, weil die Frage war vor kurzem von jemandem, hey, wie soll ich mich kurz vorm Event mit der Ernährung umstellen? Und dann habe ich gesagt, naja, vorm Event mit der Ernährung umstellen macht keinen Sinn. Du musst eigentlich, wenn dir das Motorrad drinstecken fahren wichtig ist, dann musst du deine Ernährung allgemein umstellen. Es kommt davon, wie schlecht du vorher gegessen hast oder getrunken hast oder Sport gemacht hast. Aber wenn du halt so darauf nicht viel Wert gelegt hast oder dich nicht angepasst hast auf das Ganze, dann musst du schon dich umstellen. Weil, ja, was man halt so isst, ist halt nicht immer nicht optimal. Und ja. Also am besten viel Zucker weglassen, Kaffee, kein Zucker rein und so Sachen, Süßigkeiten ein bisschen weg und einfach viel Gemüse, viel Salat, Fleisch esse ich dazu gerne und einfach Kohlenhydrate so ein bisschen einen Step back machen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet ein besserer Motorradfahrer.
ganz automatisch, weil ihr euch viel besser bewegen könnt, das Gefühl ist anders, ihr könnt euch besser neben das Motorrad hängen, ihr könnt euch verbiegen, ihr könnt nochmal nachpushen, auch wenn das Moped dann einmal rutscht, ihr habt viel bessere Körperkontrolle, das ist alles fühlt sich besser an und ihr werdet einfach schneller und sicherer und besser und tja, und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Macht es nach, versucht es nachzumachen. Markiert mich auch gern in Instagram unter folgenden Hashtag, wenn ihr da sagt, okay, jetzt gehe ich den Gerams an die Gurgel und versuche deswegen besser und schneller zu werden. Holt euch ein Fahrrad, wenn ihr keins habt, geht's raus. Das Wetter ist scheißegal, es gibt gute Klamotten dafür, auch wenn es mal nur 3 Grad hat, das weiß ich, weil ich habe im Januar angefangen damit. Also, gebt doch gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Training. Bis dahin und ciao.